öffnen, ist insbesondere deswegen etwas Besonderes, weil es nicht nur ein Forschungslabor ist, sondern es ist insbesondere auch ein Lernlabor. Das heißt, wir wollen hiermit auch ein Weiterbildungsangebot für die mittelständische Industrie anbieten, um Sicherheits- und Kompetenzlücken zu adressieren. Fach- und Führungskräfte aus Industrie und öffentlicher Verwaltung erhalten hier künftig eine kompakte Qualifizierung in hochwertigen Labor mit aktueller IT-Infrastruktur. Es wird insofern ernst, als dass es hier nicht nur um Chatten, Instagram oder Ähnliches geht. Es geht um kritische Infrastrukturen, die die Lebensadern unserer Republik sind. Und insofern ist die Frage der Manipulation unserer digitalen Lebensadern ganz zentral. Sicherheit an Produkten und in Prozessen ist inzwischen auch ein Merkmal von Qualität made in Germany, wenn wir unseren Export mit weiteren Differenzierungsmerkmalen versehen können. Und dazu können auch diese Labore einen wesentlichen Beitrag leisten. Im IT-Sicherheitslabor für die industrielle Produktion können wir Sicherheitskonzepte analysieren, wir können Konzeptionen und Tests und Gegenmaßnahmen entwickeln, wir können damit ausbilden, wir können praktische Fortbildung in industrieller IT-Sicherheit realisieren. Das Erste, was wir machen müssen, ist Risiken identifizieren, bewerten, Schadenshöhe, Eintrittswahrscheinlichkeit. Dann müssen wir etwas dagegen tun und den Rest müssen wir akzeptieren. Wenn wir Industrie 4.0 machen wollen, dann müssen wir die Risiken verstehen. Wir müssen darüber lernen, wir müssen wissen, wie wir damit umgehen und dann bewerten.